Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Barbecues. Heute machen wir mal was ganz Leckeres. Heute machen wir nämlich Schichtfleisch, aber nicht normales Schichtfleisch, sondern mit Sauerkraut und leckerem Kassler. Ja, und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe einen 12er Dutch Ofen, den ich hier heute benutze, und deswegen habe ich mir 3 Packen Weinsauerkraut gekauft. Das sind dann abgetropft ungefähr 1,5 Kilo. Ich habe hier erstmal 2 Packen davon aufgemacht. Mein schönes Stück Kassler, Nackenkassler ohne Knochen, habe ich schon mal in die richtigen Scheiben geschnitten. Seht ihr, so 1,5 cm so circa. Und ich habe mir schon ein paar Gemüsezwiebeln fertig gemacht und die auch einfach in Scheiben geschnitten. So dünn. Ja, dazu steht hier schon ein Weinchen, den wir nachher auch noch brauchen. Und dann wird das Ganze im Dutch Ofen gestapelt, wie wir das vom Schichtfleisch auch kennen. Immer jeweils mit dem Kassler, ein bisschen Zwiebeln und Sauerkraut als Zwischenschicht drauf. Und dann fängt man einfach wieder von vorne an. Und stapelt das immer so weiter. Dann wieder lecker Zwiebelchen drauf. Und dann, ja, der Profi wird jetzt meckern, wie hier die Kameraführung ist. Und dann kommt hier wieder das Sauerkraut zwischen. Und ich sehe schon gerade, wir brauchen auf jeden Fall das dritte Pack Sauerkraut. Ansonsten wird das hier zu eng. Gut, und das machen wir so weiter, bis der Topf voll ist. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, der Kollege ist jetzt gefüllt. Und zwar ist tatsächlich der ganze Braten reingegangen. Also diese 2, was waren das? 2,9 Kilo Kassler sind komplett reingegangen. Und es sind auch 3 Packungen, also ja, 500 Gramm. Sauerkraut drin und 2 Gemüsezwiebeln haben wir drin. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe jetzt hier da drin, wo mein Sauerkraut war, habe ich jetzt eine Packung Schmand reingemacht, habe da ein bisschen Barbecue-Soße drüber gemacht und einen trockenen Weißwein. Und nein, ich habe noch nichts davon gekostet. So, das Ganze verrühre ich jetzt schön und dann kippe ich das hier einfach schön gleichmäßig rüber. Und dann kommt noch ein bisschen Barbecue-Soße oben drauf. Noch ein bisschen, ja, dann gucken wir mal erstmal. So sieht das Ganze aus, wenn der Topf jetzt fertig gefüllt ist. Die Flasche Wein, ihr seht schon im Hintergrund, also etwas mehr als die Hälfte der Flasche ist jetzt quasi hier drin. Das ist ein trockener Weißwein, zusammen geschlagen mit dem Schmand. Und oben drüber auf das Fleisch habe ich jetzt noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf gemacht. Und das Ganze geht jetzt für 3 Stunden bei 200 Grad. Ja, entweder auf dem Ofen oder direkt auf die Kohlen, also beziehungsweise Kohlen von unten und von oben. Ich bereite das jetzt mal vor und dann sehen wir uns wieder. So, bevor man natürlich die Kohlen fertig macht, guckt man erstmal auf seine Tabelle, auf die Temperaturtabelle. Und ich habe hier einen 12er Dutch Ofen und will so 200 Grad erreichen, und dazu brauche ich insgesamt 25 Kohlen und pack dann 17 oben rauf und 8 unten. Und los geht's. Tja, und so sieht das in der Realität aus. Wenn man ab und zu mal so kleine Rad, ich nehme immer die Weberkohlen, die sind ganz gut und die halten auch die 3 Stunden durch. Heute fehlt mir allerdings ein paar und deswegen musste ich ein bisschen improvisieren und habe so ein paar von der Tanke geholt, und da musste ich oder habe ich mal jetzt ein paar mehr gemacht, weil die halt ein bisschen kleiner sind. Ja, dann schauen wir mal. 3 Stunden bei so knapp 200 Grad im Ofen. Geht auch auf den Gasgrill. Ich mache es oldschool auf dem Feuertisch mit Kohlen. Jo, 3 Stunden, dann schauen wir mal. So, und nach knapp 2 Stunden gucken wir uns die Geschichte mal an. Hier habe ich schon mal ein bisschen rumgerüttelt, damit hier noch ein bisschen was losgeht und das nicht so erstickt. Guckt euch das mal an. Ist das nicht genial? Und oh, das riecht nach Sauerkraut in Kassel. Das ist ein Traum. Ja, ich bin immer gespannt, wie
wie viel da noch weggeht. Ja, dann lassen wir ihn noch mal die letzte Stunde. Auf geht's.